An der TU Graz studieren ca. 13.700 Menschen. 26% sind Frauen und 74% Männer. 22% kommen aus dem Ausland. Mehr als 50% aus Mitteleuropa, 30% aus Südeuropa, 7% aus Osteuropa, 5% aus dem Nahen Osten und aus Asien, 2% aus Afrika. Ca. 47% der Studierenden sind regelmäßig erwerbstätig. Ca. 4% der Studierenden haben Kinder. Ca. 37% wohnen in einer WG. Vielleicht haben 2/3 dunkle Haare. Möglicherweise frühstückt die Hälfte nicht. Und wie viele queere Menschen gibt es an der TU Graz? Alle haben unterschiedliche Eigenschaften, Erfahrungen und Hintergründe. Alle sind willkommen. Und alle sollen ihre Potenziale und Fähigkeiten entfalten können. Auch du. Das Zusammenleben an der TU Graz ist geprägt von Vielfalt, Wertschätzung und Respekt. Und es gibt Herausforderungen, die uns immer wieder mal begegnen. Mein erster Tag auf der Uni. Ich hoffe, ich kriege alles auf die Reihe. Wenn ich ein paar nette Leute kennenlerne, wäre das auch nicht übel. Okay, los geht's. Wo soll ich mich hinsetzen? Hallo. Hallo. Hola. Na gut, zumindest werde ich als Studentin und Studienanfängerin auch begrüßt. Das finde ich gut. Es ist wichtig, alle Menschen anzusprechen und sichtbar zu machen. Sprache ist sehr mächtig und erzeugt bestimmte Bilder im Kopf. Ein kleines Experiment zur Veranschaulichung. Nimm deine Liste von vorhin zur Hand. Und? Welches Geschlecht haben diese Personen? Hast du nur an Männer gedacht? Hast du an Männer und Frauen gedacht? Dieses Beispiel veranschaulicht in der Regel gut, dass Frauen nicht automatisch mit gemeint und mit gedacht sind, wenn nur die männliche Form verwendet wird. An der TU Graz solltest du deshalb in Referaten, Arbeiten und natürlich auch in Gesprächen mit Lehrenden oder anderen Studierenden neutrale Formulierungen verwenden, zum Beispiel Studierende. Wenn du schreibst, verwende den Asterisk, zum Beispiel StudienanfängerInnen, oder nenne beide Formen. Bei E-Mails, wenn du zum Beispiel Lehrende oder Servicestellen anschreibst, gilt dasselbe. Abgesehen von genderbewusster Sprache ist dabei eine Sache ganz wichtig: Bleib respektvoll. Das heißt nicht, dass du in der Ansprache von Lehrenden alle akademischen Titel anführen musst. Der höchste der Titel reicht für üblich. Wow, this was really tiring. Oh my god, I hardly understood anything. This professor speaks German so fast, and then there is this strong Austrian accent. I'd really like to give some feedback on all of this, but my first instance is not to really go to the professor and tell him, hey, that's too Austrian for me. Could you please talk in a proper German? Die Lehre an Hochschulen lebt vor allem auch von Feedback durch Studierende. Neben dem direkten mündlichen Feedback hast du bei deinen Lehrveranstaltungen oft auch die Möglichkeit, diese anonym zu evaluieren. Nimm diese Chance unbedingt wahr, denn je mehr Rückmeldungen es gibt, desto besser kann eine Lehrveranstaltung auf diese hin angepasst werden, sollte es nötig sein. An der TU Graz gibt es außerdem einen festgelegten Prozess, der Gespräche mit der LV-Leitung und eine Problembehebung vorsieht, wenn eine entsprechende Anzahl an Studierenden schlechte Bewertungen abgibt und Kritik zu einer Lehrveranstaltung in den Textkommentaren äußert. Nutze die Evaluierung aber unbedingt auch, wenn du positive oder neutrale Bewertungen abzugeben hast. Der Schlüssel bei LV-Evaluierung: sei konstruktiv. Auch anonymes Feedback sollte wertschätzend formuliert werden. So können Lehrende besser darauf aufbauen. I don't think my notes are any good. I wonder how I will study for the exam. I guess my notes should be fine. If you want, you can take a picture. Thanks. That would be great. I am Himal, by the way. I am from India. Nice to meet you, Himal. I'm Tina. I moved to Graz for my studies just a week ago, but I originally come from Vienna. I'm Carmen. Nice to meet you. I'm from Mexico City. I'm here for my exchange semester. My German is not enough. I really would appreciate your notes. Same here. I started taking German classes when I arrived in Austria. I also take a few classes in English. They are much easier to follow, but the professors are really nice and helpful in general. That's good to know. I was really nervous today. This was my first lecture and I did not dare to ask any questions. Don't worry. Asking questions is totally fine. They even want you to engage in the discussions. Most of the professors are happy if students show some interest. I mean, this is a university after all. I'm sure you will feel more comfortable in a few weeks. Thanks for the insight.
It's been great talking to you. Oh no, I'm late for my next lecture. I need to go now. Okay, I hope to see you again next week. Himal hat vollkommen recht. Lehrveranstaltungen werden lebendiger, wenn sich Studierende mit Fragen oder in Diskussionen einbringen. Auch das macht Universitäten aus. Wenn dir nach der LV-Einheit etwas Organisatorisches einfällt, das du vergessen hast zu fragen, kannst du dafür zum Beispiel die Sprechstunden von Lehrenden nutzen, anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wenn du auf eine Antwort mal etwas wartest, denk daran, Lehrende machen nicht nur Lehre, sondern forschen auch in ihrem Fachgebiet. Deshalb bleibt nicht immer ausreichend Zeit, alle Anfragen sofort zu beantworten. Oft können dir ebenso deine Studienvertretung oder StudienkollegInnen weiterhelfen. An der TU Graz gibt es außerdem jedes Semester viele internationale Austauschstudierende, aber auch reguläre Studierende aus anderen Ländern, für die es noch zusätzlich eine Reihe an Austauschangeboten gibt. Bei Stammtischen für internationale Studierende oder bei einem Café im International House kannst du dich mit Studierenden aus anderen Ländern austauschen. Und vielleicht bekommst du Lust auf eine eigene Auslandserfahrung im Studium. Ich muss noch aufs WC. Gut, dass ich noch Zeit habe. Oh, ist die Männertoilette kaputt? Nein, ist sie nicht. Aber ich bin hier, weil ich eine Frau bin. Noch nicht offiziell, aber hoffentlich bald. Auf der TU Graz gibt es einige All-Gender-Toiletten, aber gerade war keine in der Nähe. An der TU Graz gibt es nicht nur weibliche und männliche Studierende und Mitarbeitende. Selbst biologisch sind Geschlechtsmerkmale nicht so eindeutig, wie viele glauben. Und was noch wichtig ist, selbst wenn die Biologie vermeintlich eindeutig ist, muss das noch lange nicht mit den gefühlten Empfinden zusammenpassen. Geschlecht ist etwas sehr Individuelles, aber auch Soziales und Kulturelles. Das Thema Geschlechtervielfalt wird immer präsenter. Und viele Menschen, die bisher unsichtbar gehalten wurden, werden jetzt sprachlich und rechtlich sichtbar gemacht. Wie? Mit Stand 2022 gibt es 6 Geschlechtseinträge. Und zwar weiblich, männlich, inter, divers, offen oder keine Angabe. Wichtig ist, respektvoll mit allen Personen umzugehen und Personen anzusprechen, wie sie das möchten. Okay, danke für die Erklärungen. Ich bin übrigens Tina. Mein Name ist Alex und den Namen kannst du auch gerne als Pronomen verwenden. Ach so, wie funktioniert denn das? Das erzähle ich dir gerne bei einem Kaffee. Hast du Zeit? Wenn dich das Thema näher interessiert, schau dir folgenden Film an. Oder kontaktiere das Queer-Referat der TU Graz. Das ist ja cool, wenn du vor mir kniest. Echt unnötig, die Bemerkung. Das war doch nur Spaß. Ich habe es ja nicht ernst gemeint. Sexistische Sprüche haben an der Uni nichts verloren. Okay, sorry. Ist mir jetzt rausgerutscht. Finde ich echt nicht komisch. Ein Viertel der Studentinnen berichten an der TU Graz, bereits Diskriminierungserfahrung aufgrund des Geschlechts gemacht zu haben. Sexuelle Belästigung ist nicht nur unerwünschter Körperkontakt, körperliche Gewalt und Vergewaltigung. Es gibt auch verbale sexuelle Belästigung wie sexistische Bemerkungen und Witze, Erzählen frauenfeindlicher Anekdoten, herabwürdigende Bemerkungen über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person. Die Universität soll ein guter Raum für alle sein. Das heißt, sexuelle Belästigung, egal in welcher Form, hat keinen Platz hier. Ist dir das auch schon einmal passiert? Hast du dir auch gedacht, was mache ich jetzt bloß? Wenn dir eine der beschriebenen Situationen oder auch ähnliche Situationen, die sich nicht gut anfühlen, passieren, kannst du dich jederzeit an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen wenden. Du kannst einen Termin für ein vertrauliches und auf Wunsch auch anonymes Beratungsgespräch vereinbaren. Alex, das ist Markus. Wir kennen uns von den Welcome Days. Warst du auch bei der Vorlesung? Wie hast du sie gefunden? Ehrlich gesagt, mir hat mir echt schwer getan, alles zu verstehen. Ich habe eine angeborene Hörbeeinträchtigung und im großen Hörsaal war es für mich fast unmöglich, dem Professor zu folgen. Oh je, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Wusstest du, dass 12% aller Studierenden eine oder mehrere Beeinträchtigungen haben, die sich negativ auf das Studium auswirken? 5% aller Studierenden haben eine psychische Erkrankung und nur 4% der Studierenden haben eine sichtbare Beeinträchtigung. Somit bedenke, der Großteil der Behinderungen oder Erkrankungen ist für andere auf den ersten Blick nicht sichtbar. Das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist mit den ganzen Nebengeräuschen.
Ich habe bei den Welcome Days gehört, dass es hierzu eine Servicestelle gibt. Weißt du was? Wir gehen dort nachher gleich gemeinsam hin. Genau, die Servicestelle Barrierefrei Studieren an der TU Graz kann dich bei verschiedenen Behinderungen und Erkrankungen unterstützen. Hier schlagen wir vor, dass wir im ersten Schritt das Gespräch mit der Professorin sowie dem Professor suchen und sie darüber informieren, gesprochene Arbeitsaufträge und Informationen auch zu verschriftlichen und den Blick beim Sprechen immer an das Publikum zu richten. Einige Hörsäle sind auch mit induktiven Höranlagen ausgestattet oder du leihst dir bei uns eine mobile Induktionsschleife für die Lehrveranstaltung aus. Damit du zukünftig nichts mehr verpasst, können wir dir Mitschreibhilfen zur Verfügung stellen. Des Weiteren kannst du Prüfungsadaptierungen beantragen. Je nachdem, was du im Speziellen benötigst, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, eine Prüfungszeitverlängerung in Anspruch zu nehmen oder die Prüfung in einem ruhigen, separaten Raum zu absolvieren. Wie du siehst, gibt es eine große Vielfalt unter den Studierenden an der TU Graz. Wir begegnen uns alle mit Wertschätzung und Respekt und wollen, dass sich alle willkommen fühlen. Wir freuen uns, dass auch du Teil unserer Universität wirst.